Liebe Kundinnen und Kunden von der Schweizer Kantonalbank, sehr verehrtes Publikum in der ganzen Zentralschweiz. Ich heiße Sie im Namen von der Schweizer Kantonalbank zu unserem traditionellen Neujahrskonzert ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Hilfiker und ich bin der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bank. Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der speziellen Umstände nicht auf das allseits beliebte Neujahrskonzert verzichten müssen. Mit unserem festlichen Neujahrskonzert wollen wir Ihnen auch ein Stück Normalität in die heimische Stube bringen. In Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender Tele1 überbringen wir Ihnen einen bunten Blumenstrauß von klassischen Melodien und Klängen. Das Kammerorchester Concento Stravagante gehört seit über 20 Jahren zu den führenden Orchestern in der Region Zürichsee. Es besteht ausschließlich aus Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern. Das Orchester zeichnet sich aus durch eine ungemeine Spielfreude, perfektes Zusammenspiel und ist damit Garant für ein Musikerlebnis auf höchstem Niveau. Zusammen mit dem virtuosen Pianist André Dupont hat das Orchester ein vielfältiges und äußerst kurzweiliges Programm zusammengestellt. Freuen Sie sich auf ein spannendes, abwechslungsreiches und perfektes Zusammenspiel von Streicher und Klavier. Auch bei unseren Bankgeschäften muss das Zusammenspiel zwischen Kunden und Bank harmonieren. Sie, geschätzte Kunden und Kundinnen, sollen Ihre Bankgeschäfte bequem und sicher erledigen und qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu attraktiven Preisen überkommen. Je nach Wunsch im persönlichen Gespräch, online oder mit Mobile Banking. Ganz nach Schweizer Art. Als eine der bestkapitalisiertesten Banken steht die Schweizer Kantonalbank auch in Zukunft für Sicherheit, Vertrauen und Qualität. Wir sind sehr stolz, dass die SCKB dieses Jahr bereits zum 6. Mal in Folge bei der IFZ Retail Banking Studie der Hochschule Luzern als beste Kantonalbank abgeschnitten hat. Uns ist aber sehr wohl bewusst, dass trotz allen Auszeichnungen auch in Zukunft das Vertrauen in die Bank von unseren Kundinnen und Kunden das Allerwichtigste ist. Ich möchte Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für das uns im Jahr 2020 entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich Danke sagen. Jetzt aber zur Musik. Lassen wir die Instrumente klingen. Durch das Konzert führt sie Priska Gaffuri. Sie ist Schauspielerin und Theaterpädagogin aus Brunnen. Zum Neujahr wünsche ich Ihnen alles Gute, beste Gesundheit und viel Erfolg bei all Ihren Aktivitäten. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem Streichorchester Concento Stravagante unter der Stabführung vom preisgekrönten Violinist Jens Lohmann und mit dem Solist am Klavier, am André Dupont. Thank you.
geschätzte Zuschauer, es freut mich sehr, dass ich Sie dank der Kreativität der Schweizer Kantonalbank durchs Neujahrskonzert begleiten darf. Die musikalische Reise führt über die Ouvertüre mit populärer Klassik, die verzaubert, zum klassischen Mittelteil, wo einem in der Romantik schwelgen lässt, bis zum temperamentvollen Finale als hoffnungsvollen Auftakt ins neue Jahr. Nach dem ersten Erfolg von George Gershwin war er besessen vom Wunsch, sich mit zeitgenössischer Klassik auseinanderzusetzen. Mit dem Ziel, die Kompositionsform der grossen Meister zu lehren, ist er nach Europa gereist. Der Ravel wollte ihn nicht unterrichten. Warum er ein zweitklassiger Ravel werden will, wenn er doch schon ein erstklassiger Gershwin sei? Und der Strawinski hat gemeint, eigentlich müsste er sich vom Gershwin unterrichten lassen, weil der mit seiner Musik jetzt schon 250'000 Dollar im Jahr verdiene. Mit der Angst, die Inspiration könnte ihn verlassen, hat er sich am Musiktheoretiker Schillinger anvertraut. Nach einer vierjährigen Klausur zwecks Studium von dieser mathematischen Kompositionstheorie ist ihm der Welterfolg Porgy and Bess gelungen. Bis zur Erschöpfung zu arbeiten, war wahrscheinlich eine Vorahnung, dass ihm nicht viel Zeit bleibt. Mit 39 bricht er während der Arbeit zusammen. Die Rhapsody in Blue, mit 26 komponiert, hat ihm gegensätzliche Kritiken, aber auch euphorische Publikumserfolg beschert. Lassen Sie sich vom André Depon bezaubern. Thank you.
Neben dem Doktortitel in Deutsch und skandinavischen Sprachen hat Leroy Anderson als hochbegabter Linguist auch Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Englisch beherrscht. In einer Musikkarriere hat er keine grosse Zukunft gesehen, darum eine Stelle als Sprachlehrer an einer Privatschule angenommen. Kurz vor Antritt allerdings entschieden, dass er es gleich mit der Musik wagen will und wieder abgesagt. Mit Sicherheit kann man sagen, dass jeden Tag irgendwo auf der Welt gerade ein Stück von Leroy Anderson gelost wird. Symphonieorchester, Blaskapellen, Klassik- wie Jazzformationen haben seine Stücke nach wie vor im Repertoire. Seine Musik hat etwas Zeitloses, gespickt mit Komik, wie Soloparts zeigen, die für simple Alltagsgeräte komponiert sind. Der Vivaldi hat es fasziniert, Naturerscheinungen, Stimmungen, menschliche Betätigungen in eine verständliche musikalische Sprache zu binden und so ganze Geschichten komponiert. Der Jens Lohmann und Streichorchester Concento Stravagante bringt ihnen den Vivaldi Winter direkt in die Stube. Thank you.
Mit Sprache können Emotionen, Erlebnisse verständlich und präzise ausgedrückt werden. In der Malerei erschließt sich das am Künstler und kann vom Betrachter allenfalls ganz anders interpretiert werden. Auf musikalischer Ebene ist am Tschaikowski ein sehr tiefer und präziser Ausdruck gelungen. Erstaunlich, weil in der Familie Tschaikowski musikalische Neigungen keinen grossen Stellenwert hatten. Ausgerechnet eine Gouvernante hat gemerkt, dass in diesem Bub etwas ganz Besonderes schlummert. Und sie war es dann auch, die der Vater davon konnte überzeugen, für einen Bub eine Klavierlehrerin anzustellen. Der Bub hat allerdings ab Blatt schon gleich viel besser gespielt als sie. Eine Karriere im Staatsdienst war programmiert. Obwohl er im Beamtenstatus genug Geld verdient hat, ist ihm das schon gleich verleidet und er hat sich doch noch für ein Musikstudium entschieden. In seiner Familie hat das keine Begeisterung ausgelöst. Dieser nichtsnutzige Peter, nun hat er die Jurisprudenz mit dem Dudelsack vertauscht. Bei der Umsetzung seiner Werke hat er sich möglichst grosse Orchester gewünscht, so dass sich ihm noch mehr Möglichkeiten zum Ausdruck aufgetan haben. Wie kaum ein anderer hat es der Tschaikowski verstanden, Emotionalität musikalisch umzusetzen, auch mit dem Walzer aus der Streicherserenade. Thank you.
Der Camille Saint-Saëns kann kaum laufen, wo sein Vater stirbt. Seine Mutter behütet ihn wie ein rohes Ei. Ein kränkliches Kind, das mit 2,5 rechnet und liest, mit 3 Klavier spielt und mit 7 aus Blausch lateinische und griechische Texte übersetzt. Mit 51 bearbeitet er die Klavieretüden und es entsteht der Karneval der Tiere. Nach ein paar privaten Konzerten hält er testamentarisch fest, dass das Werk zu seinen Lebzeiten nicht mehr aufgeführt werden darf. Er befürchtet, dass die heitere Komposition seine Ernsthaftigkeit untergrabt und parodistische Anspielungen Zuhörer könnte brüskieren. Einzig der Schwan wird als Einzelwerk aufgeführt, heute mit dem Solmehang. Als Pianist und Dirigent bewundert, als virtuoser Komponist weltberühmt wurde. Diva, Mimose und Nervensage war er, der Johannes Brahms. Trotz seinem kauzigen Wesen hat er romantische, wunderbare Musikgeschichte geschrieben, unter anderem mit dem ungarischen Tanz Nummer 5. Thank you.
Bordell und Hafenbeizen wird aufgespielt. Der Tanz gilt als so verrucht, dass er 1900 vom Papst sogar verboten wird. Wo 10 Jahre später die erste Tangoplatte rauskommt, löst die in ganz Europa Furore aus. Im Radio, im Kino, in grossen Tanzsälen wird aufgespielt. Und dann am Carlos Gardel seine Gesangsstimme. So charismatisch, dass sogar Instrumentalisten seine Emotionalität übernehmen. Ursprünglich wird der Tango von den Musikern individuell mitgestaltet. Erst durch Astor Piazzolla verändert sich das. Mit dem Tango Nuevo löst er in den 70er Jahren eine Tangomania aus, die bis heute anhaltet. Aber der heimliche Star des Tango ist immer noch Mirada Cabaceo. Ein Blickkontakt, eine kleine Nickbewegung begleitet von einem unscheinbaren Lächeln, als Zeichen, dass man die Einladung annimmt und im Abrazo tanzend zu einem Körper schmilzt. Por una cabeza von Carlos Gardel und Liber Tango von Astor Piazzolla. Thank you.
Anfänglich wird die Oper Carmen von Georges Bizet nicht estimiert. Das Pariser Opernpublikum hat Mühe mit der Vorstellung, dass da eine Geschichte aus dem Milieu besungen wird, besetzt mit lauter moralisch fragwürdigen Figuren. Einzig von der Leistung der Sänger ist mir begeistert. Kurz nach der Uraufführung 1875 stirbt Georges Bizet mit 37. Er lebt es nicht mehr, dass ein paar Monate später Carmen zu Wien praktisch über Nacht zum populärsten Werk der gesamten Opernliteratur wird. Der Charakter des berittenen Stierkämpfer am Toreador wird als stolz und überlegen beschrieben. Die Rolle des Escamillo muss folglich mit Würde und elegant gesungen werden. Auf einer Probe hat ein Sänger in der Rolle des Escamillo Vollgas gegeben, worauf der Regisseur ihn zurechtgewiesen hat
Wollen Sie sich bitte daran erinnern, mein Herr, dass Sie für die Rolle des Toreros engagiert sind und nicht für den Stier. Lassen Sie sich mit Le Toreador aus Garmen zmitz in die Stierkampfarena versetzen. Mit einer Improvisation von André Depon zu «A Lady Be Good» von George Gershwin und «Schlittenfahrt» von Leroy Anderson, den er übrigens während einer Hitzewelle in Connecticut komponiert hat, verabschieden wir uns. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ein schwungvolles neues Jahr. Alles Gute und adieu miteinander.